Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefield Gothic Armada 2. Und ich bin gerade am Überlegen, was wir machen. Hier müssen wir eigentlich nichts mehr machen, ne? Also missionsmäßig könnte man auch sagen, wir können denen das eigentlich komplett überlassen, ne? Ja, aber hier müssen wir ins Agrippina-System. Hier müssen wir einfach gegen Orks kämpfen. Ach nee, komm. Wir behalten das. Das Problem, was ich hier nur habe, ist, wie soll ich sagen? Zu wenig Konstruktionspunkte. Und die Einheiten könnten ja auch noch Schiffe kaufen, aber hier. Jetzt haben wir nur zwei Konstruktionspunkte. Reparatur von dem System ist auch jetzt nicht so geil. Dauert ja ewig, bis die fertig sind. Ich meine, wir haben Geld, wir können alles reparieren und einfach da ein bisschen Geld reinschmeißen, dann geht das schon. Na, later. Oh, das ist komplett aufgelevelt wahrscheinlich, ne? Ja, hier gehen wir nach mit Masse oder machen Masse statt Klasse. Bauen wir einfach hier von denen noch einen rein. Oh, das geht nicht. Vielleicht noch ein Jackal. Geht auch nicht. Ah, das geht jetzt. Machen wir mal vier Jackal, haben wir da. Ja. Viele Fregatten. Er hat dafür weniger. Passt aber auch, glaube ich, keine mehr rein. Aber wir müssten da den Wert hochtreiben. Naja, und hier können wir jetzt gerade nichts mehr rekrutieren. Die müssen alle reparieren. Ich würde einfach warten, bis die hier angreifen. Oh, kleine verschüttete. Ach, gibt's jetzt einen Punkt dazu? Jawohl. Also doch, ich bleib hier. Wir warten einfach, bis die angreifen. Dann machen wir die platt. Und dann müssten aber auch die Orks angegriffen haben. Und hoffentlich sind die da ein bisschen geschwächt, dass wir dann quasi die vielleicht auch angreifen können. Und dann knacken wir noch die Orks da, dann sind wir da eigentlich weg. Achso, wir haben noch einen Punkt zu vergeben, sehe ich gerade. Ich weiß aber nicht, was wir jetzt hier alles machen sollen. Schattenschleier für Blitzschlag, zusätzliche Angriffsoption. Der Schaden, den die Waffen des Schiffs an feindlichen Schilden anrichten, steigt um 10%. Blitzbogenwaffen. Was? Auf kurze Reichweite 4500 erachten die Blitzbogenwaffen die Panzerung des Ziels um 25% gesenkt. Hm. Weiß gar nicht, was Blitzbogen haben wir sowas. Der kritische Schaden von Blitzbogen. Ein Feuer an Bord. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, die Nase juckt heute. Entschuldigung. Verdammte Scheiße, ey. Mann, oh Mann, ich hoffe, ich erkälte mich nicht. Achso, da werden sie einfach mal in die Richtung der Necrons gezogen. Boah. Ist gegen Elder vielleicht nicht verkehrt, aber kommen wir eigentlich ganz gut hin. Hm. Lebenspunkte für die Escortschiffe. Haben wir gerade so viele dabei. Na komm, nimm mal das. Wenn hier jetzt nicht was wäre, können wir hier was rekrutieren?
Weil hier kommen dreizügige Tyranniden. Hier können wir nichts rekrutieren. Das ist doof, weil wir haben noch ein Slot frei. Füllen wir uns doch mal ein. Was hat der da? Kugel der Wiederbelebung. Wiederaufbau. Und quasi Supporter. Stasisbombe. Ah, ich nehme den. Kriegen wir davon noch einen rein? Oh ja. Kriegen. Ja, keine Konstruktionspunkte mehr da. Da sind auch keine mehr. Hä? Wieso sind jetzt da welche? Willst du mich verarschen? Ja gut, dann kommt der nächste Runde hier hin. Der hat aber nur 500. Die Tyranniden haben 800 und. Da könnte auch noch was gebrauchen. Oder die könnten alle noch was gebrauchen. Ich glaube, die Runde wird echt nur so Aufrüstung. Ich finde es schade, dass ich die Schiffe nicht untereinander tauschen kann. Ich müsste den Erfahrenen jetzt wegschmeißen, damit ich hier so einen schweren reinkriege. Kriege ich den überhaupt rein? Natürlich nicht. Jackal und fertig. Bei dem kriegen wir auch noch was drin. Ich überlege gerade. Gehen wir ganz kurz zurück. Ja, die haben alle Erfahrung. Die beiden nicht. Weil die habe ich ja jetzt gerade gekauft. Wenn ich den rausschmeiße, es wird zu wenig sein. Ich kaufe jetzt einfach passig nach. Und gut ist. So, hier brauchen wir ein paar Eskortschiffe. Zack. Jetzt gucken wir uns das Agrippina-System nochmal an. Können frei entscheiden, wo wir rauskommen oder was? Scheint mir wirklich so. Die Mission ist hier. Let's go. Er lädt, glaube ich, irgendwas, oder? Los, Amakun, der Sammler. The Forge World Agrippina itself would have fallen millennia ago, but for its formidable defenses, now bolstered by the Cadian diaspora. Even with Cadia lying in ruins, its scions stand firm beside Agrippina. And it is well that this is so, for the world's technological wonders have proven an irresistible lure to Chaos Warp Smiths. The Agrippina sector is a linchpin in the Cadian Gate's defenses, a laboring manufactorum that feeds nearby worlds with weaponry and much-needed munitions. Wealth abounds within its borders. And it supplies the Astra Militarum with many of its finest regiments. Ich weiß nicht, was ihr gesagt habt. Ich habe nur Ziele gehört. Hail, Amarkan of the Neveru. Anakale.
What would the Temerin Dynasty have of me? Our war is not so long in the past that I welcome you. I invoke the Protocol of Concordia. We require your assistance. A most unexpected development. Proceed. The Temerin Core Worlds are invaded. We stand on the brink of destruction. I am authorized to offer fealty in exchange for aid. A generous offer, or a desperate one. And this invader of which you speak? The Great Devourer. Those known to others as the Tyranids. We have fleets mustering across this region. Protect them, and they shall be yours to command. Aha. Gut, Tyranniden befallene Sektoren. Mhm. Ich dachte letztes Mal, wir müssen unbedingt hier reinkommen. Hab mich die letzten Male nicht getraut. Weil gleich so viele Space Marines hier sind. Aber geht ja. Hier warten wir genüsslich einfach ein paar Runden ab. Dann sollten die tot sein. Währenddessen machen wir uns das hier ein bisschen schön. Dann holen wir mal ein zweites Schiff. Dieser Todesdimensionsgerütz. Ach, dann na, warten wir erstmal hier ab, was passiert. Hier müssen wir auf jeden Fall Agrippina. Müssen wir auf jeden Fall. Wir sind mitten im Zentrum gekommen. Das muss unser System werden hier. Können wir da aufräumen. Und ansonsten sind wir mit der Runde fertig. Wir haben viel Armeen nachgekauft. Wir haben uns viel bewegt. Viel überlegt. Und weiter. Na, das Chaos rüstet sich auf. Na, die Orks auch. Ja, bei den Orks warte ich auch, dass sie mich angreifen. Solange die nicht angegriffen haben, sehe ich nicht ein, da rauszukommen. Na, diese imperiale Armee hatte das System verteidigt. Ah, komplett ausgebaut. Schweinebacken. Zug 35. Habt ihr euch so einigermaßen repariert? Na, der fast. Der weniger. Drei Züge. Ich warte hier mit denen ab. So, du, wo bist du? Ah, ist das du? Muss der wieder zurück, aber komm, weißt du was? Kommen wir gleich in dieses System und am besten hier hin. Da kannst du dir vielleicht auch noch ein Schiffchen gönnen. Aber auch nur eine Fregatte, weil ich zwei von diesen großen reingebaut habe, wenn überhaupt. Ein Jackal? Passt ein Jackal rein? Ja, passt. Das sieht aber sehr gut aus. Und dann kommt da hin. Können wir sogar noch weiter ausbauen. Weil ich nicht weiß, wohin mit dem Geld.
Packen wir nochmal eine Verteidigungsplattform rein. Da müssen wir warten. Hier müssen wir... wir können ja einen Sektor quasi... wir können ein bisschen Stress machen. Ah, das sind 443. Ah, dann gehen wir mal auf Nummer sicher. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Kämpfen wir, ich glaube, das erste Mal mit Necrons gegen Tyranniden, ne? Wir sind zwar deutlich in der Überzahl, aber das genießen wir jetzt. The Tyranids, the great devourer. In all the stars, there has never been a Xenos race more inimical to the survival of mankind. Indeed, they are the bane of all other life. Their origins are but poorly understood, the stuff of rumor and supposition and nightmare. The adepts of Mars believe that a single unknowable consciousness guides the high fleets about their voracious purpose. This consciousness knows only unquenchable hunger. Hive ships serve as synapse nodes, spreading the influence of the Tyranid hive mind across the stars. Such is the hive mind's suffocating will that the warp is distorted for light years around. Confusion and terror spread before the hive fleets advance as dreams darken and madness spreads. As the high fleets advance, the suffocating embrace quenches the Emperor's light and drowns doomed worlds in psychic shadow. But the greatest threat comes from within. Foul creatures known as gene stealers infiltrate unvigilant worlds. A patriarch arises from the population's subverted flesh and projects a psychic beacon to draw the hive fleet ever closer. As the gene stealer cult grows in power, they emerge from the shadows of their benighted world. Civil war rages, shaking the planet asunder. Then the skies darken with spores and the Hive Fleet's voracious tendrils. The cultists exult at the fulfillment of prophecy and their ascension into the light. Their delusions die with them. Ach, ich liebe die Tyranniden. There are many Hive Fleets, each but a facet of the immeasurable Tyranid threat. Leviathan is the greatest. And has wrought ruin on a scale never before witnessed. Though the great rift arising from Cadia's ruin has severed many of Leviathan's tendrils, many more remain. Even now, one is surging towards the Eye of Terror. Ja, mit denen bin ich ja leider gescheitert. Gut, das heißt, wir dürfen nicht nah ran mit unseren Schiffen. Weil die Tyranniden sind ja die übelsten Nahkämpfer, auch hier im All. Die machen uns einfach fertig im Nahkampf. Ui, da hat es ein bisschen geruckelt. Ist das im Hintergrund? Das habe ich gar nicht gesehen. Und das auf der anderen Seite waren gerade Tau-Symbole. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Ja, komm, lang und schmutzig, sag ich mal, bereit.
Sie werden keine Chance haben. Frontbewaffnung, automatisch schießen. Sternimpuls, wir haben alles dabei. Skarabeus, Kettenblitz. Diese komische Kugel haben wir nicht, brauchen wir aber auch nicht. Na gut, ein bisschen Wiederbelebung hätten wir da. Das hätte man noch haben können, aber das haben die größeren Schiffe. Die richtigen Kreuzer, nicht die leichten. Yes, my liege. Tila fast. Ich werde hier mal scannen. Er hat uns irgendwie gesehen. Ready to serve. I serve your jetzt glory. Aber. What is your command? Auch Doomjäger. Doomjäger. Und wir springen mal weg. What is your command? Na, wo stecken sie? Inferior vessel sight. Feuer. Ready to serve. Springen wir mal weg. All power to motive units. Inferior vessel sighted. Los, aufs Tyrannidenschiff. Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Der ist jetzt gerade falsch. Schade. Wir hätten erst auf das große Vieh gemusst, aber du hast mir zu viel Schaden genommen. Guck mal, Frontbeschuss auf den. Ah, oh, du hau ab da. Ah, scheiße. Rückzug. Na, was war das denn gerade? Schließen, ich will ja nichts. Geh weg. So, was können wir noch? Was haben wir noch? Kugel des Wiederbelebens. Wo ist mein Skarabeus-Schwarm hin? Hier. Legt euch nicht mit den Necrons an, ihr kleinen Tyranniden. Ah, wird daneben gesprungen. All power to motive units. Ah, der ist gerade explodiert. Da wollen wir nicht ran in die Suppe. Nicht in die Suppe fliegen. Ah, ich warte gleich ab für den Skarabeus-Schwarm. Und dann schicken wir mal ein paar Necrons rüber. Boarding successful. Frayed ones are feasting.
Kann ich mir auch komisch vorstellen, dass dann irgendwie Necrons Nahkämpfer auf so ein biologisches Schiff rübergehen, was voller Tyranniden ist. Wahrscheinlich ist auch das Schiff quasi... Ja, es ist ja auch ein Bewusstsein quasi. Wer weiß, man hat ja auch selber so Anti-Personen-Maßnahmen drin. Keine Ahnung, Tentakel in den Wänden oder Rohrkäfer schleudern, die über den Türen sind, whatever. Vielleicht gibt es auch keine Türen. Die Türen sind so kleine Arschlöcher, wo die Türen nie dann durchkriechen. Ach nee, komm, lass. Fantasie. Aber wirklich, also... Wie soll das da aussehen? Ah, ich glaube, die haben keine... Kann ja sein, dass es da keine Tyranniden gibt, weil die werden ja... Das war ja so eine Art, aus so einem Pool gemacht. Die werden ja explizit auf jedem Planeten gemacht oder so war das, ne? Ach, ich weiß es nicht mehr. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich liebe die Tyranniden. Auch wenn sie gerade verloren haben. Hatten keine Chance. Die Necrons waren halt zahlenmäßig überlegen. So, und dann würde ich langsam mal hier doch diesen Punkt haben wollen. Ich glaube, den nehmen wir uns doch schon nächste Runde. Dauert mir zu lange hier. Dann haben wir den Sondereinsatz weg und vielleicht kriegen wir dann das so ein bisschen runter. Habe ich was vergessen? Nö, ne? Da kommen wir noch gar nicht hin. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen hier. Nicht so viel auf einmal. Drei Züge, das dauert noch. Ich überspringe das mal. Irgendwie blöd, das weiß natürlich nicht, wo sie hingesprungen sind. Zwei Züge noch, bis das Chaos kommt. Habt ihr euch mal so ein bisschen regeneriert? Irgendwie nicht. Ich überlege auch noch, ob ich das jetzt da mal einfach versuche zu erobern, die Orks. Ich würde sagen, damit das Video nicht allzu lang wird, überlege ich mir es noch. Ich bewege meine Truppen und mache schon mal die Runde fertig. Und dann gucken wir mal, was wir nächste Runde machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Unterstützt den Heinrich. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.